Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ciao. So schlau. Ich hab richtig Bock auf den Kaffee jetzt. Hast du schon einen? Ein Kaffee-Clip, ne? Hast du schon einen? Nee. Willst du auch einen? Nee. Willst du keinen? Ich weiß es nicht, doch. Ich hab Bock. Ich habe vorher Milch reingemacht, damit das Ganze nicht sofort kalt ist. Aber ich habe es das erste Mal gemacht. Rede mal weiter, ich mache dich in Slow Motion und zeig, wie du redest und ohne Ton. Danke, und dann habe ich das so gemacht. Und dann es ist soweit, diese Woche ist bei uns beiden Deload. Wir machen eine Deload-Woche, weil wir einfach in der letzten Zeit gemerkt haben, dass unser Training immer anstrengender wurde. Hat natürlich in der Diät ein bisschen was damit zu tun, dass wir reduziert anstrengend sind. Dann nein. Aber auf jeden Fall hatten wir schon lange keinen Deload mehr. Und es ist einfach so, dass wenn man erhöhtes Trainingsvolumen hat und dann über Zeit einfach hohes Volumen akkumuliert, ist es dann irgendwann an der Zeit, einen Deload zu machen. Klar, wenn ihr jetzt dreimal die Woche ins Gym geht oder viermal, oder wenn ihr auch mal fünfmal die Woche ins Gym geht, ist es vielleicht nicht nötig, einen Deload zu machen. Aber wenn ihr wirklich so hochfrequent wie wir beide trainiert und das Ganze sechsmal die Woche macht, ist es nach spätestens 8 Wochen irgendwann mal an der Zeit, einen Deload zu machen. Deswegen machen wir diese Wochen ein. Gestern war das Training, ich sag mal so, hat nicht Spaß gemacht oder so, aber war jetzt auch nicht so schlimm. Ziehen wir jetzt eine Woche durch und dann geht's auch wieder. Und wie fühlen wir uns mit erhöhten Kalorien, Willi? Wie fühlst du dich? Ne, ich hab grad echt überhaupt gar keinen Bock zu reden, weil du alles vorweggenommen hast. Aber was sind die Kalorien? Hast du auch gar nicht mehr früher, was soll man denn sagen? Die Leute wissen, dass du bei Kalorien sind. Ne, vorher? Ja klar, haben wir schon gesagt. Nein, klar. Natürlich, wir haben gesagt, dass wir auf 3000 gehen. Aber wie sind unsere Macros? Haben wir auch schon gesagt. Wie denn? Haben wir schon gesagt. Als ob? Ja. Wann denn? In einem Video, vor 2, 3 Videos. Ach, hast du das gerade gesagt? Haben wir nicht gesagt. Doch, haben wir. Nein, ehrlich nicht. Doch, haben wir. Wir haben gesagt 2800, dann habe ich direkt geschrieben, dass wir auf 3000 gehen. Safe, Digga? Ja. Ja. So ist das, ne? Wir sippen uns jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee rein. Und gleich geht's ins Deload-Training, Vollgas. Und schon Penner hat sich alles vor der Welt. Ja, aber auch nichts zu sagen. Ja, das ist schon lächerlich eigentlich aus. Einfach nur Arm. Das Video zum Rennen gestellt und jetzt geht's ins Training. Freunde, es gab erstmal ein paar Komplikationen mit dem Video, weil wir die Audiospur verbessern, weil wir filmen ja gerade ohne Mikrofon, wie man hier sieht. Kein Mikrofon drauf. Und deswegen machen wir das in der Post-Production. Hat Rigi, unsere Schwester, uns einen Tipp gegeben, weil sie das früher im Studium hatte und sich damit auskennt, wie man Audiospuren verbessert. Haben wir das gemacht im letzten Video und jetzt gerade geht's irgendwie nicht. Aber ihr müsst euch den Ton jetzt geben, so wie er ist. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt auch hier erstmal Shoutout an Rigi. Ihr Kanal ist in der Beschreibung. Danke für die Verbesserungstipps. Ab ins Training. So, da sind wir. Gym Time. Yeah. Heute ist übrigens Push dran. Push, aber Deload, also wir werden nichts vom Training sehen, weil das Training langweilig ist, wenn wir Deload machen. Aber ein bisschen geil ist das schon. Ha! Freunde, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, unser Deload war zu, was haben die neu gemacht? Das war vorher nicht da. Ehrlich nicht. Ehrlich nicht, der Rest war da. Junge. Der Rest sieht genauso aus wie vorher. Ich hab übrigens ein bisschen Aufschub geholt. Ja, beste Leben. Und hier ein bisschen Mozzarella. Bisschen Mozzarella. Skier, Freunde, ich zeige euch heute mal, wie ich diesen Skier hier mache, beziehungsweise wie Arthur ihn macht und ich ihn nachgemacht habe.
Das hier wollte ich schon immer probieren. Ich nehme das mal mit. Ist im Angebot. Merkur sind 14 Fett nur. Also wenn das andersweise so schmeckt wie Nutella, dann rein damit. Eis muss mit. Und natürlich gibt es keinen Einkauf ohne Laugenbrötchen, Freunde. Post-Workout-Meal erstmal hier. Plus, was wir jetzt momentan auch nochmal feiern, diese Börek-Stang, Spinat. Kurzes Update, Freunde, die Straße ist immer nicht fertig. Mein lieber Ex-Freund, wir haben ein bisschen Eiweiß. Jetzt zu Hause angekommen. Erstmal 50 Gramm Whey Protein. 43, weil unser Whey leider leer gegangen ist, aber die Bestellung ist schon unterwegs, sollte Ende der Woche kommen. Und die Mischung schmeckt auch geil. Extreme Milk Chocolate plus Vanille Toffee. Extrem lecker. Und der Trick an der ganzen Sache, immer Hälfte Milch, Hälfte Wasser, schmeckt der Shake mal perfekt. Ja. Und ich wollte mir gerade einen kleinen Übergang in mein Bad machen und da ist mir ein kleines Missgeschick passiert, und zwar habe ich hier das Ganze zu tief gesetzt und jetzt muss ich erstmal alles kürzer machen, weil sonst sieht das komisch aus. Ihr seid dabei, Freunde. Einfach auf 3 jetzt, ne? Traurig. Wobei, wenn ich das gerade so sehe, wenn man jetzt nur so und dann den Rest auf 6 noch. Das ist, glaube ich, auch fresh. Zeig mal, das sieht man nichts. Also jetzt hier noch ein bisschen kürzer. Zeig mal die Seite, die du gemacht hast. Aber die Seite ist genau gleich wie die, oder? Ja, ne? Und ich schreibe gerade, so ist viel geiler, voila. Sieht richtig fresh aus. Bester Mann. Sagen, man sieht sich beim Essen wieder. Ich wollte euch das nur kurz zeigen, aber irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ja. Irgendwie sind die Haare schon wirklich ganz schön lang, ne? Irgendwie schon, ne? Da kommt einiges ab. Beim nächsten Mal wieder. Wir haben ja vorhin gesagt, dass wir euch erstmal zeigen werden, was wir mit dem Skier-Joghurt bzw. mit dem Skier allgemein machen. Und ja, Freunde, ich habe mich gerade beim Rasieren ein bisschen geschnitten, aber passiert. Auf jeden Fall haben wir hier erstmal hier Skier-Erdbeer, den feiere ich auf jeden Fall, schmeckt richtig gut. Dann kommen noch diese Sachen hier rein. Es kommen nämlich noch hier ein paar Superfoods rein. Ja, schmecken lecker und sind sehr gesund. Wir haben hier erstmal Goji-Beeren. Davon gibt es ungefähr 20 Gramm. 15 bis 25 Gramm ungefähr, je nachdem wie viel Skier ich da nehme. Dann kommt hier ein bisschen Acai-Pulver rein. 5 Gramm ungefähr und nochmal 5 Gramm Chiasamen. Auch sehr gute Superfoods. Und damit das Ganze auch noch einen knusprigen Beigeschmack hat, hier Knuspermüsli. Wir nehmen das mit Schokokeks. Hat etwas weniger Fett. Das gibt es bei Aldi, bei Lidl, bei Kaufland, überall. Das hat 14 Gramm Fett. Und noch eine Fruit rein, jetzt in diesem Fall eine Orange. Schmeckt, finde ich, auch gut hier drin. Hier von den Yummy Drops, ungefähr 1-2 Drops, ist dann süßer. Ich mag das einfach. So, nicht zu vergessen, der Tastigkeitstest. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Ich weiß es zwar schon, aber ich probiere jetzt trotzdem mal für euch, damit ihr die Live-Reaktion seht. Und wie immer, Freunde, wenn ihr irgendwas von Prozis wollt, also irgendwelche Supplements, wie ihr gesehen habt, gibt es da auch Superfoods und Kleidung und Nahrungsergänzungsmittel und. Auf jeden Fall die Sachen, die ich jetzt hier verwendet habe, könnt ihr da auch bestellen. Und mit Engels spart ihr 10% und unterstützt uns. In der Beschreibung ist nämlich ein Link, da könnt ihr drauf gehen, eure Subs bestellen, uns unterstützen, bildet mich natürlich. Und ja, wir haben das Ganze hier und gucke dabei YouTube. Geht über ein
einen schönen Kaffee in mich schauen. Du willst keinen, zum Glück. Nein? Zum Glück. Zum Glück. Sonst müsste ich jetzt noch einen machen. Mhm. Sonst wäre ich wirklich kein Penner, weil ich dir keinen gemacht habe. Schauer geht erstmal weiter. Saskia, sie macht gerade Waffeln. Ich bin hier irgendwas am Schneiden. Und die schmecken echt heftig lecker. Danke, Beth. Bitte? Mmh. Lass mal gleich weiter essen, sonst isst man das so unkontrolliert. Nur die erste immer. Die erste, ja? Mach ich mal als Test. Lecker. Das kriegst du noch. Gibt's das Rezept irgendwo auf deinem Kanal? Nee, ich habe ehrlich gesagt irgendwas ineinander geschmissen. Schmeckt aber sehr gut. Aber auf jeden Fall habe ich diese hier benutzt. Cookies and Cream. Mmh. Nice. Weil die hatten wir noch nie ausprobiert, glaube ich. Irgendwie nicht, ne? Also so im Backzeug noch nie, weil ich backe ja nie. Ja, aber die schmecken richtig perfekt da drin. Ja, Mann. Auch nochmal lecker. Oh yeah. Day, let's day. Wir haben gerade ein Paket bekommen und haben uns gedacht, packen wir mal direkt die Kamera aus. Wir waren schon beim Leg Day. Genau, erstmal, ich habe auch ein neues Buch. Und zwar die Biografie von dem Firma 1. Guter Mann. Schuhdog, der Nike-Gründer, ich bin gespannt. Das so, kommt heute Morgen. Audio-Unterschied. Also wir packen das jetzt erstmal aus und dann machen wir den Audio-Test. Machen wir mal halten, aber du willst immer schon abrupt die Szenen beenden. Das wollen wir natürlich nicht immer haben. Abrupte Endungen. So, machen wir auf das Ding. Mach es jetzt auf! Pack aus das Ding. Okay, ich würde sagen, Freunde, es ist genau das passiert, was wir, wo wir einfach, das wollen wir nicht. Also wir dachten, dass die Kamera bzw. der Audioanschluss nicht kaputt ist, sondern nur das Mikrofon. Aber wie es aussieht, ist wohl unser Anschluss komplett broke. Sprich, wir müssen die Kamera erstmal einschicken. Ja, man kauft schon so eine, sag ich mal, so eine teure Kamera, denkt sich nichts. Und dann hat man solche Probleme. Also bei der Kamera habe ich auch schon bei einigen YouTubern. Max Tuning zum Beispiel. Genau, der hat zwar nicht die Sony A7 III, sondern die Sony A7R III. Da hat er das Problem schon irgendwie dreimal gehabt. Also ich hoffe, das wird jetzt schnell gehen. Was bei uns das Problem ist, ihr seid einfach Killer so. Und euch juckt das nicht, wenn wir ein paar Videos so aufnehmen. Aber wir haben natürlich auch Kunden und da wollen wir natürlich Top-Leistung und Top-Qualität bringen. Und da ist sowas halt, ja, ein bisschen. Ja, muss man halt gucken, was er macht. Entweder genau, also man zu einem Kamerastore, ja, und leiht sich da was oder so. Aber wir finden schon eine Lösung. Natürlich wollen wir auch hier immer die beste Qualität bringen. Aber wir denken uns, okay, ihr verzeiht es uns, wenn die Tonqualität vielleicht ein paar Videos nicht so überragend ist. Aber wir dafür trotzdem diese 3 Videos die Woche, genau, posten. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, filmen wir weiter. Sonst müssten wir jetzt 2 Wochen Videopause machen. Das wollen wir nicht. Und ich denke, ihr könnt ja mal direkt in die Kommentare schreiben. Sollen wir eine Pause machen wegen der Quali oder sollen wir weitermachen? Freunde, wir sind jetzt gerade kurz vor Mediamarkt. Da hinten ist es, ISO auf 200, machen wir mal wieder auf Auto hier. So, und mal gucken, was sich ergeben wird. Das werdet ihr aber im nächsten Video sehen, denn, schauen wir mal, ne? Wir beenden das Video jetzt an dieser Stelle. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ja, leider noch nicht mit dem geilen Mikro, aber ja, vielleicht im nächsten Video, ne? Hoffentlich. Oder spätestens im übernächsten. Oder übernächsten. Übernächsten. Mal. Ciao.